Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warframe. Diesmal über Update 14.7.0. Mit dabei natürlich wieder ich, der Manuel. Und ja, ich, der Christoph. Wie schon gesagt, Update 14.7.0. Ich werde euch jetzt einiges über das Event erzählen, was ja mehr oder weniger mit dem Update rauskam. Das Event heißt Operation Torbruch. Bei dem Event Operation Torbruch. Der könnte mich mal in Ruhe lassen, wie soll man da ein anständiges Video aufnehmen? Ey, das ist nicht normal. Keine Manieren. Ey. Deswegen sind wir da, um den Infizierten mal so richtig D-Manieren beizubringen. Dann erstmal zu dem Allgemeinen von dem Event. Eure Aufgabe ist es, die Grineer vom oder aus dem Void fernzuhalten. Ihr müsst, Moment. Arcwing-Informationen finden. Ihr müsst den Zugang zum Void von den Grineer zerstören. Warum habe ich jetzt schon wieder so wenig Schild? Normalerweise ist es das auch auf Erde mehr. Irgendwas ist tot. Es ist dein Kubro. Ich probier's mal. Ja. Dann natürlich. Au, au! Danke. Videoskill over 1000. egal, der Spruch geht anders, aber gut, mach weiter. Entschuldigung. Dann müssen wir vorsichtig sein. Ganz wichtig. Denn Wayhack benutzt instabile Tore. Und wenn wir uns zu lange in der Nähe von diesen aufhalten, wird unser Schild, wie ihr sehen könnt, enormen Schaden nehmen. Das Leben ebenfalls. Und unsere Fähigkeiten werden sehr stark beeinträchtigt sein. Also sie kosten mehr, sie halten eigentlich nicht mehr lang und sie machen auch keinen Schaden mehr. Da könnte ich ein Beispiel nennen, ich habe das Event mit Valkyr gespielt. Meine Ulti hält normalerweise ungefähr eine Minute und tötet relativ alles. Meine Ulti hat danach 10 Sekunden gehalten und genau nichts getötet. Das gleiche mit dem Schild, Valkyr hat bei mir standardmäßig 150 Schild am Ende. Hatte ich 30 Schild. Ich kann das auch noch sagen mit Trinity. Ich habe die mitgenommen, weil ich dachte, gut, macht halt ständig wieder volles Leben und volles Schild. Naja, das bringt dann irgendwie so, keine Ahnung, 100 oder sowas. Und das bringt einfach absolut nicht. Das heißt, ihr solltet euch da wirklich was einfallen lassen. Es würde am Ende nämlich echt nicht leichter, wenn man mit einem guten Sport ist, das gut machbar. No. Dann, what to do, was ihr tun müsst bei dem Event? Ihr müsst auf Erde das Event starten. Das ist so eine extra Mission, die angezeigt wird. Ich glaube, die leuchtet sogar gelb, damit sie jeder finden kann. Ihr müsst die Mission erledigen. Ihr müsst die Grineer-Bosse töten und den Void, das Void-Tor bzw. den Generator zerstören. Das hier, was da hinten ihr so seht, wo die ganzen Grineer jetzt rauskommen, ist das Void-Tor, was zerstört werden muss. Indem ihr eben. Wenn ihr euch einfach hinstellt, immer wieder reindrutscht und E drückt, dann kommen die eigentlich erst gar nicht durch das Tor durch. Macht das mal, ich zeig das kurz. Dann, wie gesagt, euer Warframe wird schwächer. Das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal erläutern. Das sollte jeder so annähernd verstanden haben. Ach ja, der wird halt immer schwächer, je öfter man das spielt. Aber ja, aber ihr müsst es sowieso. Nur bei erfolgreichen Versuchen. Das heißt, wenn ihr irgendwie so und so oft scheitert, heißt es noch lange nicht, dass ihr das Event nicht mehr schaffen könnt, weil es eben nur bei erfolgreichen Missionen abgezogen wird. Als ob unsere Zuschauer scheitern würden. Nee, glaub ich auch nicht. Also ich habe da volles Vertrauen in euch. Was denkst denn du? Du hast aber eine schlechte Meinung. Ich bin auch nie gescheitert, weil ich das gesolot habe. Nein. Ja, bis auf Keres kann man das auch solen, das ist kein Problem. Aber auf Keres wird es dann schon ein bisschen schwer. Mann, wir reden heute viel sinnloses Zeug. Viel Spaß beim Zuschauen. Das Video nicht anschauen. Zum Glück. Ja, auf Erde müsst ihr 5 Punkte erreichen, damit ihr auf Phobos kommt. Auf Phobos müsst ihr dann 10 Punkte erreichen, damit ihr auf Keres kommt. Ihr könnt nicht auf Erde 10 Punkte erreichen oder auf Phobos 15. Das geht nicht. Das Spiel habe ich nämlich mit Manuel ausprobiert. Ich hatte das Event vor ihm nämlich gesolot. Beziehungsweise auf Phobos gesolo, dann kam er dazu und dann haben wir auf Erde gespielt, ebenfalls nochmal diese 5-mal. Und da habe ich keine Punkte bekommen. Dann, wann ihr das machen könnt, das geht bis zum
Mittwoch, den 24. Also jetzt, wo wir das gerade aufnehmen, ist das morgen. Und wenn ihr das anschaut, ist das heute. Oder ihr schaut es nach Mittwoch an, dann wäre das gestern oder so, wann auch immer gewesen. Das endet 12 Uhr PM EDT. Dann zu den Rewards, zu den Belohnungen. Bei 5 Punkten bekommt ihr ein Abzeichen. Die sind immer noch sinnlos, aber okay. Man kann damit angeben, ist geil. Ja, mit dem Abzeichen der Jagd zumindest, das hat noch fast keiner. Da, erster Gegner down, das sind übrigens die Bosse. Und der zweite auch. Ja, hier so, das ist der Void-Schlüssel, den die Greenier benutzen wollen. Finde ich echt gut gemacht, sieht man sogar, wenn man ihn aufheben kann hier. Dann bei 10 Punkten war ich, glaube ich, stehen geblieben, bekommt man 4 Mods. Die Namen habe ich mir natürlich intelligenterweise nicht aufgeschrieben. 4 Mods, also für Schrot, Mili, Sekundär und Primärgewehr. Diese Mods machen auf Max 120% mehr Schnittschaden. Nur Schnittschaden, nicht wie die anderen Event-Mods Status-Chance. Und kosten 11 Punkte. Das hier war dann der Generator, wo man den Schlüssel einfügen musste. Und dann habt ihr jetzt hier eben diese Zeit, die runterläuft, nach der das Tor zerstört wird. Wir haben noch nicht ausprobiert, was passiert, wenn man nicht durch das Tor geht. Aber ich mach das jetzt mal. Ich habe schon Leute gesehen, wie die da drin krepieren. Ach, du zeigst das? Nein, ich bin durchgegangen. Ach, schade. Ja, Entschuldigung. Ja, das war es dann soweit mit dem Teil übers Event. Was Christoph noch vergessen hat zu erwähnen, es gibt in Wrack, das ist ja ein Wrack, im Board, egal, auf jeden Fall so spezielle Truhen, in denen man eben spezielles Loot findet. Das sind Fusionskerne, Credits, Schlüssel und so weiter. Ich habe auch einmal eine 50 Cryotics-Kiste gefunden. Und das sind dann einfach so Grenier-Truhen, die weiß leuchten, also wo die Grenier-Truhen rot oder grün leuchten. Leuchten die eben weiß. In einem der letzten Video, als wir den geheimen Raum vorgestellt haben, habe ich die Truhe gezeigt. Wenn wir Bock haben, könnten wir auch noch eine suchen. Bei unserem Glück finden wir eh keine, aber... Ja, dann machen wir das noch kurz, mal schauen, welche könnten. Suchen wir mal eine, dann können wir euch die da noch zeigen. Ich mache währenddessen weiter mit dem, was in Update 14.7.0 dazugekommen ist. Und zwar ist das zum einen die Buslog, Buslog, wie auch immer. Ha, hab einen gefunden. Ey. Also das hier wäre einer. Öffne das Lager. Ja, 4000 Credit Kiste, das ist das Häufigste und das ist das, was, naja, so genau niemand braucht. Also die Buzzlock ist eine Waffe. Du markierst einen Gegner. Weiß mit einem Schuss. Linksklick, irgend sowas. Werden wir euch auch auf jeden Fall noch im Video vorstellen. Und jeder weitere Schuss, den man dann abgibt, geht auf dieses Ziel. Das heißt, die sind zielsuchend. Was einfach mega lustig aussieht zuerst. Und ich denke auch, verdammt viel Spaß macht, weil man kann damit einfach Bosse so leicht töten. Weil, naja, man schießt einmal drauf, zielt nach oben und rattert einfach dieses Magazin leer und weg ist der Boss. Also, auf die Waffe freuen wir uns beide sehr. Und wir sind am EXC. Tja. Auf jeden Fall, die Waffe ist geil, wird als nächstes Video kommen. Dann als nächstes die Atarax. Das ist eine Peitsche mit Klingen. Die kannst du ja kurz mal zeigen, Christoph. Ich zeig sie schon, die Klingen sieht man auch, die drehen sich recht gut und naja, das macht auch ein Geräusch, das hört man jetzt bloß nicht, weil ich glaube, ich habe meinen Warframe Sound relativ leise gestellt und das hört sich so in etwa an, als würde jemand auf Metall rumkauen. Dann zeig ich nochmal kurz den Schief, fällt mir gerade ein. Das ist eben dieser Dolch, den man beim Event kriegt. Das hier wären die Kombos zu der Atarax, die benutzt also von der Polarität her brennende Wespe als Downs und nicht die seltene. Mal schauen, ob ich die Kombos noch hinbekomme, aber mal gucken. Ich rede währenddessen weiter. Der Dolch sieht zwar ein bisschen aus wie ein Schwert mit einem Hufeisen oben drauf geschweißt. Aber ich muss sagen, ist was anderes, hat was, wenn es gefällt. Und naja, kriegt man nur aufs Event. Das heißt, ich würde schauen, dass ich die krieg. Dann. Bleib mal kurz stehen, dass ich dein Dolch gescheit zeigen kann. Ich nehme mal Waffe und Ziel so. Mensch, Kubro, mach dich vom Acker. Oh, ups, hab ihn kaputt gemacht. Oh, komm schon. Also die Atarax kriegt man im Shop, die Buzzlock im Grenier Labor.
und steht im Ding in der Geschichte, die wurde von den Grünen genutzt, um naja, besondere Exekutionsfälle durchzuführen. Also irgendwie ganz böse Leute, die werden das schon wissen. Und dann gibt es jetzt Inline Private Messages, das ist eine Option im Ding, in den Optionen, wer hätte das gedacht. Auf jeden Fall kann man damit eben einstellen, ob man in allen Chats angezeigt kriegen möchte, ob man jetzt, ob man von einem Freund angeschrieben wurde, der Frau. Dann gibt's jetzt, das ist das, was wir gerade gespielt haben, die Orokin-Sabotage. Naja, das ist jetzt wahrscheinlich wie mit Rescue 2.0. Und zwar wird auf dem Event benutzt und dann dauerhaft ins Spiel eingefügt. Und zum Schluss sind jetzt noch endlich die Dojo-Teleporter hinzugekommen. Man kann eben benennen, irgendwo hinstellen und wer hätte es gedacht, die teleportieren einen dann eben dahin, wo man hin will. Mann, nur dein Kopf ist hohl. Kann durchschießen. Viel Spaß. Danke. Wenn Christoph keinen Bock hat, das war's dann soweit von uns. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bringen heute ja zwei raus. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das andere auch noch anschauen. Das wird zu Deathstream 37. Es sind einige interessante Infos drin. Und ja, vielen Dank. Lasst ein Abo da, Like freut uns. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Zweites Video, ja klar. Manu hat ja gesagt, ich habe keinen Bock. Also, servus.